Guten Abend hier live bei Twitch und nachher später bei YouTube zu Teil 3 Zuschauer zu unserem Wochenrückblick live KW 14 2024. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Der Simon fragte mich heute, was hast du diese Woche gemacht? Bei mir, ich konnte nur antworten, nur langweiliges Zeug. Steuern. Steuern. Ja. Steuer, also die alles vorbereiten für die Steuer für 2023. Du hast eigentlich keine Steuern gemacht, weil Steuern. Nur die Vorbereitungen dafür. Steuern würdest du ja machen, wenn du produktiv Geld verdienst, dann produzierst du im Endeffekt Steuern. Ich habe vorbereitet für die Steuererklärung. Ja, habe ich verstanden. Die ganze Woche habe ich da dran gesessen, also inklusive Schreibtisch aufräumen und sortieren und was dazu alles zugehört. Ja. Ja. Wochenrückblicke insgesamt immer schwierige Sendungen, sag ich mal. Ich habe das gerade nochmal reflektiert, weil ich es ja gerade jemandem erzählt habe. Eigentlich war das ja so für mich immer der Praxisanteil, ja. Ne? Den ja keiner sehen will. Das ist so. ja, wir haben im Augenblick ja auch mit nichts mit Garten, ja, nichts mit Gestalten. Ja, zu tun habe ich genug. So, ja, aber ja. Es ist immer. Natürlich ja, morgen irgendwann immer auch das könntest ja morgen gehe ich an unseren Schuppen und guck mal, ob ich mit dem Vorschlaghammer arbeiten kann. Du kannst es schon, die Frage ist, wie präzise kannst du? Ja, wir haben da ja diese Holzkiste stehen und die wollte ich morgen kaputt schlagen. Und das erzählst du mir jetzt? Ja. Erst? Ja, gut, dann gucke ich mir das morgen mal an. Dann kann ich die Kamera aufstellen. Ja, die muss raus. Die Kiste ist noch von unserem Vorgänger und wir brauchen den Platz, wo die steht, die ist riesig. Wir brauchen den Platz, wo die steht und die ist so groß, dass sie durch keinen Ausgang passt. Mhm. Ja, deswegen der Vorschlaghammer, die muss kaputtgeschlagen werden, leider. Mhm. Ja, ich habe das mich haben diese Woche eigentlich zwei Dinge bewegt. Ich suche diesen Tonfehler. Auch beim letzten Mal habe ich es dann tatsächlich geschaltet. Ich habe genau an die Stelle geschaltet, zufälligerweise auf dem Handy, wo es dann Tonprobleme gab. Ich habe dann auch einen Kommentar gelesen, wie, also es ist ja quasi nicht hörbar, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber es wundert mich ungemein, ich weiß überhaupt nicht, vielleicht kann mir das da draußen wirklich irgendjemand erklären, wo dieser Fehler herkommen kann, dass es vorher einfach kein Problem ist. Und irgendwann gibt es ein undefinierbares Geräusch, das ja klingt wie irgendein Funksignal oder so, aber hier ist alles verkabelt. Also von daher weiß ich überhaupt nicht, warum meine Kabel sich an irgendeinem Funksignal stören sollten. Und danach geht es nicht mehr, also ist nicht mehr synchron und synchronisiert sich sogar gegen Ende wieder. Das ist ein Fehler, den ich nicht verstehe. Ich habe jetzt noch mal ein paar Dinge umgestellt und ich mache jetzt im Ausschlussverfahren im Endeffekt, aber es kann eine Weile dauern, bis ich den richtigen Ausschluss habe, suche ich jetzt Fehler an, das kriege ich es zeitlich gerade nicht hin, dass ich mich da jetzt einen Tag hinsetzen würde und Probeaufnahmen mal oder so. Ich mal gucken, wie ich es reinschieben kann. Also das finde ich rein vom Verständnis her, es wird irgendeine total einfache Erklärung geben. Aber für mich gerade sehr unbegreiflich, was da passiert. Mhm. Ich hatte mein Handy im Verdacht, das immer mal Aufnahmen ja gemacht hat, vertikal. Habe ich mich ja viel mit beschäftigt. Das hatte ich aber letzte Mal gar nicht dran. Von daher kann das nicht das Problem sein. Ja, und jetzt suche ich. Ne? Und ich habe halt nebenbei ein sehr schönes, fand ich sehr schönes, hat mich unfassbar viel Zeit gekostet, muss ich gestehen. Diese Shorts zu schneiden, aber ich finde, sie sind sehr schön geworden. Ich habe erst einen gesehen. Ja, es ist auch erst einer veröffentlicht aus der Reihe. Das ist halt jetzt, genau das hat mich zum Beispiel beschäftigt die Woche, in welcher Reihenfolge anders, wie verbreitet man die jetzt? Lässt man das einfach laufen? Da bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß gar nicht, warum ich das dann gemacht habe, wenn es keiner guckt, weil es keiner weiß, dass es da ist. Mhm. Inzwischen ist es aber so, dass YouTube natürlich auch vorschlägt, guck mal, die haben was Neues gemacht. Mhm. Mal gucken, wohin sich das so entwickelt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich will halt nicht, also, das müsst ihr mir glauben, ich will euch echt nicht auf den Sack gehen. Ja. Und ja, es gibt so ein paar Kanäle, da, wie soll ich das sagen, da geht es eher darum,
50 Mal folgt mir zu posten, anstatt irgendeinen Inhalt. Da möchte ich jetzt auch nicht hin und ich habe auch festgestellt, dass manchmal bei uns im Kanal eigentlich nur die Videos, die wir gemacht haben, gepostet werden. Das bräuchtet ihr nicht. Ihr könnt es auch einfach bei YouTube gucken. Wir machen immer montags und donnerstags eine Sendung und die, die es interessiert, brauchen auch meinen Hinweis dafür nicht. Also es ist immer schwierig, das zu handeln, ne? Weil wenn dann irgendwie nichts mehr anderes drin ist, weil ich habe jetzt auch nicht immer ewig Zeit, irgendwie da mal einen Beitrag und so. Und ich versuche das aber zu planen und angenehm zu machen. Vielleicht könnt ihr mir ja auch sagen, was noch erträglich ist. Wie viel Eigenwerbung darf man denn machen, dass es erträglich ist? Ist es überhaupt Eigenwerbung? Oder also ich finde schon, dass in diesen 60 Sekunden, die ich da schneide, sehr schöne Sachen kommen. Das sind ja die alten, die habe ich schon vor ein paar Wochen produziert, die jetzt gerade rauskommen. Die neuen finde ich viel schöner, auch schöner gemacht. Da probiere ich mich natürlich gerne aus und ich glaube aber auch, dass die Sinn haben. Und sie wurden auch deutlich mehr geguckt bereits als hier die früher hatten wir es mal mit den Filmzitaten gemacht. Die waren nicht so interessant. Und ich finde, also das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, also du machst da eine echt gute Figur. Ich habe das natürlich auch schon so zusammengeschnitten, diese eine Stunde aus 6 Stunden Webinar, das war also das Projekt die letzten 2, 3 Tage, was echt gedauert hat. Aus dieser einen Stunde dann, da konnte man relativ schnell schöne Einheiten machen. Aber bis man das halt runtergekürzt hatte, auf was bringe ich denn überhaupt in diese eine Stunde rein? Ja. Das war schon viel Du Arbeit. bist und nachher, ich hatte öfter jetzt auch den Fall, dass ich dann eben leicht über 60 Sekunden war. Und dann sagte YouTube sofort, nee, das ist kein Short. Ist ja über 60 Sekunden. 60,3 oder so. Ne? Reicht dann schon. Und dann habe ich das wieder aufgemacht und wieder nochmal 0,3 Sekunden weggeschnitten. Ne? Manchmal ist das halt schwierig, weil du bist dann wirklich an dem kurz, an dem Atmen vor dem, ne, das schneidest du nochmal eben raus, ist Ja. die 0,3 Sekunden zu viel und so. Ne? Also je nachdem wie. Das ist relativ aufwendig gewesen. Ich finde es aber sehr schön. Und ich habe natürlich jetzt, also ich habe relativ viele davon produziert. Also ich kann auch 2 am Tag öffnen, ist mir eigentlich egal. Die sind alle hochgeladen. Ne? Ich muss sie halt nur jetzt so reingeben, dass es noch auch mich nervt. Wie siehst du das? Wann würde dich das nerven? Stell dir mal vor, du würdest Ja, es dir. muss ja keiner angucken. Ja, Das sondern. wird dir natürlich vorgeschlagen in dem Algorithmus und so weiter und so weiter. Und es nervt, also das musst du musst dir das Video nicht angucken. Aber wenn natürlich dann, ich poste es dann bei Facebook, bei Telegram, da, da. Und wenn dann halt ja nur noch, wie das ja teilweise der Fall ist, nur noch Videos gepostet werden, dann brauche ich da auch nicht mehr reingucken und das lesen. Also das lässt ja nach, ja? Dass man irgendwie sagt, das hat einen Mehrwert für mich. Ja, du, Ist ein neues Feld, ich weiß es halt nicht, ne? Weil diese ich auch anderen nicht. Sendungen, Ja, es ist ja nicht, vielleicht also können es ist die ja sonst Zuschauer ja nicht. mal was sagen Ja, dazu. genau, mach das mal ruhig, dass ich Ja. das, dann weiß ich, ob ich euch 2 mal am Tag mit sowas nerven soll. Ob ihr es gerne macht oder es kann auch sein, dass ihr sagt, boah, nee, auf jeden Fall erinnere mich bitte dran, sonst gucke ich es nicht. Weiß ich ja nicht. Und dass es keiner guckt, dann brauche ich es auch nicht machen. Das ist ja irgendwie langweilig. Also da geht es jetzt nicht um Werbeeinnahmen oder so bei den Dingern. So viele werden da nicht geguckt. Also, das könnt ihr völlig vergessen, es interessiert einfach nicht. Es geht, also es soll schon vielleicht auch neue Zielgruppen erreichen. Vielleicht kann sich auch die junge Generation äußern, wie sie sich das vorstellen würde. Im Moment sind die dann, kommen die auf Facebook hoch und auf YouTube ist aber gar nicht, da ist die Zielgruppe überhaupt gar nicht, die ich erreichen will. Das ist ja für alte Leute. Facebook ist ja, also Naja, ist ja ich bin etwa ja Scheinschrot. woanders nicht drauf Ja. und Telegram noch, aber ansonsten. Bald bist du es, ne? Ich kann dir auch einen TikTok-Account machen, dann bist Nee, du will halt ich bald gar auf TikTok. nicht. Ja, ist dir mir egal, was du. Nein, ist mir Ja. nicht egal, aber du bedienst es nicht. Ja, Aber genau. natürlich bist du dann da trotzdem vertreten, ob du es jetzt weißt Ja, oder gut, nicht. das Ne? ist Ist ja eine halt andere immer so. Sache. Ja. Ja. Das habe ich gemacht die Woche. Fand ich aber schön. Finde ich ein schönes Format. Also alle, die es nicht wissen, ihr könnt wahrscheinlich am einfachsten wäre es, Hashtags zu abonnieren. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber wenn man Hashtag Christa Jasinski gibt es dann und dann ist jedes Video, was da so gehashtagt wird, Ich kriegt man weiß dann nicht auch mal, was Hashtag heißt. angezeigt. Naja, guck mal, du hast jetzt Milliarden Videos, die da draußen produziert werden, ne? Und der Algorithmus muss ja irgendwie entscheiden, was er dir vorschlägt. Und wenn du ihm sagst, was dir gefällt, dann hat es viel leichter, Ja. ne? Wenn jetzt einer sagt, also es gibt für dich 2 Hashtags, die was mit dir zu tun haben. Es gibt
drei Talos von Athos ist mir meistens zu lang und es schreibt auch kein Mensch an einem Wort. Ne? Und das sind Christa Jasinski in einem Wort und das sind Innererde. Und diese zwei Hashtags, wenn man die abonniert sozusagen, dann würde man jedes Video, das du zu diesem Thema machst, mit deinem Namen und mit Innererde, was eigentlich so ziemlich jedes ist, würde dir dann vorgeschlagen werden. Ja. Ja, da ich mich damit überhaupt nicht mit beschäftige, weiß ich solche Sachen nicht einmal. Ja, nee, aber ist doch klar, der Algorithmus muss ja wissen, was du suchst. Und wenn du sagst, du, die Videos von der Christa Jasinski, die gucke ich gerne, da gibt es zwei Möglichkeiten, ihm das zu sagen, entweder du abonnierst den Kanal oder du guckst immer Videos mit diesem Hashtag. Ja, ja. Und dann sagt er, ah, guck mal, das hast du doch immer geguckt. Ja. Na, ich krieg dich. Na, na. Die wissen ja alles. Ich wäre völlig fasziniert, auf welche Art und Weise soziale Medien an unsere Informationen kommen. Finde ich immer wieder faszinierend. Kannst du ausprobieren, kannst das Handy daneben legen und dich über Menschen, die keine Kinder haben, die sich plötzlich über Kinderkriegen unterhalten, kriegen dann plötzlich Baby-Windel-Werbung aufs Handy oder so. Das lag nur da. Es hat noch nicht mal einer was eingetippt oder so. Aber es ist alles böse. Verschwörungstheorien passiert auf keinen Fall. Ihr könnt es einfach nur ausprobieren. Das ist immer lustig. Ja, im Verdacht hatte ich auch solche Sachen hier, dass ich, wenn ich hier irgendwas störe, funktechnisch, aber wie gesagt, ich habe alles verkabelt. Ich habe keine Ahnung, wieso irgendeine Funkstrecke irgendeins meiner verkabelten Sachen angreifen sollte. Da ist auch eins der Kabel gebrochen und manchmal stehe ich ja auf. Ich muss das einfach beobachten. Das ist jetzt ein echtes Sisyphus-Arbeitsproblem, wo das Thema hängt. Das ist irgendeine Verkabelung blöd und wenn ich manchmal dann aufstehe, weil ich da was machen muss und so, dann, weißt du, halt blöd. Was haben wir denn noch diese Woche? Ja, ich stehe vor einem großen Problem. Scheiße. Und zwar gibt es diese Heftchen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Das Neueste ist jetzt das. Mopf. Neben deinem Kopf, dann ist scharf. So? Supi. Ja, passt. Okay. Ja, oder, also da gibt es zwei verschiedene Arten. Das eine sind die ich jetzt hier habe. Hier Mopf trifft Ricardo Leppe. Ja. Und zu dem Thema, oder Mopf trifft Peter Rettermund. Hier trifft er Sylvia Grotsch, da geht es um Tierkreiszeichen und solche Dinge und so weiter. Also das ist so eine Serie, eine andere Serie, die haben, die, kleinen Moment, suche ich auch mal raus, die Mob Minis, das habe ich hier nur hinten drauf, die habe ich jetzt gerade nicht hier. Da geht es um unterschiedliche Themen wie Geduld oder übers Lachen oder über die Ehrlichkeit und so weiter. Also, warte, so, ne? So. Ich finde die Heftchen ganz süß für Kinder, weil sie die Themen mal anders angehen als so die ursprüngliche Kinderliteratur. Also sie sind auch vom Inhalt wirklich sehr gut und sind vor allen Dingen ungeheuer günstig. Ich weiß gar nicht, wie man da mit überhaupt Plus machen kann. Ja, kann man ja nicht. Nicht, ne? Also, nee, ja. Ich denke, da gehört, also um die herzustellen. Das ist sehr viel Herzblut. Ja, genau. Ganz viel Herzblut und ganz viel Idealismus, das rauszubringen. Die kosten 3,69 Euro, so ein Heftchen. Und sie hat es ja gesagt, wie soll sie damit noch Geld verdienen? Sie kann damit kein Geld verdienen, wenn sie das mitverkauft oder sonst. Sie kann es einfach nicht. Was über ihren Verlag noch zusätzlich. Ja, genau. Also. Zu bekommen sind die über den Apple Verlag, www.apple mit 2p -verlag.de. Dann gibt es noch eine Seite zu diesem Mopf. Der Mopf ist die Hauptfigur ja hier. Und die heißt www.mopf.net. Ja. Aber was ist jetzt dein Problem? Mein Problem ist, dass da tatsächlich schon ein Heft zum Thema Innererde, also da trifft der Mopf Christa Jasinski, das existiert, das ist jetzt gerade rausgekommen, das mit der Zauberei. Mhm. Ja. Warte, ich stelle das nochmal auf dich. Und da ist hinten schon Werbung drauf für das nächste Heft.
Und da trifft Mopf Christa Jasinski zum Thema Innererde. Und ich tue mich sehr schwer damit, auf so ein paar Seiten für kindgerecht einen Text zu schreiben. Das heißt, den Text muss ich nicht mehr schreiben. Das machen die, die diese Heftchen machen, aber ich muss denen was vorgeben, was rein soll. Und jetzt hat sie dich unter Druck gesetzt, weil sie sagt, Ja, in 3 Wochen musst du jetzt aber liefern. ich soll zumindest. Musst du da eine Vertragsstrafe zahlen oder so? Nein, das mache ich ja alles freiwillig, da verdiene ich auch nichts dran. Das mache ich einfach nur, ja, weil ich das unterstützen will, Okay, aber wir hatten das letztendlich. ja schon, und das war jetzt mein Vorschlag für heute. Wir können es ja zusammen machen, oder? Also ich meine, wir hatten. Ich fange mal anders an. Ich habe gestern bemerkt, dass mir, wenn wir haben in letzter Zeit sehr wenig Vorträge oder sowas gemacht, ne? Also wir planen jetzt das Jahr, wir sind sehr spät dran. Wenn ihr noch wenn ihr mal wünscht, dass wir uns bei euch mal einen Vortrag machen, schreibt bitte eine Mail. Noch geht's vielleicht, ne? Ja, wir sind immer noch am Wir haben jetzt Juni und September, im Endeffekt sind wir jetzt Ja. durch. Aber wenn ihr wollt, schreibt mal eine Mail. Und dann habe ich mir ja, wir waren also relativ wenig unterwegs. Und jetzt waren wir auf der Leipziger Buchmesse und hatten natürlich viel Zeit, mal zu reden und zu quatschen. Ne? Und ich finde, wir hatten sehr schöne, also gerade diese Fahrt hin, ne? Das war ja ein kreatives Ding nach dem anderen. Also wir haben zusammen eigentlich schon dieses Heft Ja, aber geschrieben. ich hab's nicht, ich habe nie mitgeschrieben. Genau, du hast nicht mitgeschrieben. Ja. Und wir haben natürlich nebenbei das Drehbuch geschrieben. Also das hast du halt nicht bemerkt. Ne? Nee, das habe ich nicht Ja, gemerkt. aber also eigentlich ging es ja darum, eine Geschichte zu schreiben, die bekannte Inhalte erzählt, die einfach dahin plätschert. Ne, wie soll man das sagen? Also es war Alfs Leben schwierig. Da plätscherte nichts dahin. Aber prinzipiell gesehen eine Geschichte, die bekannte Inhalte umfasst. Und das haben wir ja versucht. Und davon natürlich diese Ordensinhalte ableiten und so als Drehbuch das Ganze zu gestalten. Ja. Und dieser Handlungsrahmen außenrum, der hat ja, also der ist ja nicht normal, weil das, was du dann versucht hast zu erzählen, was passiert ist, ist ja an Genialität schon wieder kaum zu überbieten. Das ist ja gelebte Spiritualität pur. Steht nicht in den Talus-Büchern Also die in eine der Geschichte, ja. Form. Und habe ich gesagt, boah, das wäre doch super, wenn wir das hinkriegen. Ne? Ja. Und wir schreiben die ganze Zeit, du schreibst ein Buch nach dem anderen, irgendwie hat man den Eindruck. Und warum können wir denn dann kein Drehbuch schreiben? Was ist denn das Problem? Wir haben ja im Endeffekt mehrere Versionen eines fertigen Drehbuchs, wo die äußere Geschichte einfach schwierig ist. Genau das, was man ersetzen muss. Und das haben wir da eigentlich auf der Autofahrt erledigt, meiner Ansicht nach. Diese Geschichte ist fertig, ne? Die kannst du dem Max, der Max ist jetzt da für ein paar Tage, die kannst du dem Max nochmal erzählen, Ja, ne? habe ich heute beim Und Kaffee trinken drüben dann könnt gemacht. ihr das einfach mitschreiben, ne? Ich sag, dann sucht euch eine Form, irgendwie, wie ihr das mitnotiert, schreibt, Stichpunkte, irgendwie, wo man Okay. das mal ausbaut. Diesen Ja. Grundgedanken, der ja da ist, Vergebung, ne? Vergebung als massive Energie. Ja. Iris hatte vorhin dazu, wir hat das, das war Ja, vorhin Thema. ja. Und Iris hat sogar gesagt, dass sie so, dass das sogar möglich sein kann, dass Alf nur dadurch, dass er das gemacht hat, überhaupt nach Innererde konnte. Genau. Weil damit natürlich Oh, und massiv. das, Vater Peter hat ja richtig drauf bestanden, ja. Und Alf hat sich massivst dagegen gewehrt, ja. Genau. Und Das. zeigt halt auch, das, was nicht in den Talus-Büchern steht, ist ja, was hat das persönlich mit uns gemacht Ja. oder mit Alf in dem Falle? Ich bin da ja mit aufgewachsen dadurch irgendwie. Ne? Aber was hat das denn persönlich mit Alf gemacht? So. Und genauso habe ich mir auf dieser Autofahrt ist dieses Werk mit entstanden. Also wenn ihr den Film in der Form sehen wollt, ihr dürft das immer noch gerne unterstützen. Ne? Wir können immer noch Geld Immer gebrauchen noch. dafür. Ja. Massiv. Ja. Kein Problem, ne? Aber wir machen bisher auch der Max, der ist jetzt gerade hier, der ja den Ulysse spielt in dem Film, der macht das alles so, weil er will, dass der Film rauskommt. Ja. Bisher. Also es ist Und dann auch ganz viel also Herzblut, genau wie das. noch mal ganz kurz angemerkt, ich werde gerade mit E-Mails zugeschüttet. Ich habe eine Bewerbung gekriegt für den Film. Das waren dann 12
E-Mails oder so. Also es war ein bisschen. Und dann habe ich noch eine 13. gekriegt, ob die 12 angekommen sind. Ja, ich werde bei Gelegenheit antworten, aber im Moment, muss ich ehrlich sein, mache ich mein Postfach gar nicht mehr auf, weil ich habe keinen Bock, das zu sehen und zu beantworten. Es ist massiv, was da an E-Mails aufgelaufen ist in kürzester Zeit. Ich kenne Und sowas. ich habe keine Lust mehr drauf gerade. Ich Es tut kenne mir sowas, leid. Simon. Ich mache das jetzt wieder, aber ich habe jetzt so, ja, sind ein bisschen im Ferienmodus, die Kinder haben Ferien. Ja. So. Aber das nur nebenbei. Also Film unterstützen. Dieoffenbarung.com fertig. Also, Mob haben wir dabei bei der Autofahrt aber eigentlich auch schon gesagt, weil für mich ist ja immer die Frage, Ja, wenn ich was mir das nicht passiert denn? aufschreibe, habe ich das Ne? Und danach ich nicht mehr. erzähle, ihr dürft jetzt, ihr habt jetzt die Gelegenheit quasi mit zu gestalten. In 3 Wochen müssen wir abgeben. Was ist die Kerngeschichte, wenn der Mob nach Innererde kommt? Was ist denn die zentrale Geschichte hinten dran? Und für mich ist es im Endeffekt dasselbe, deswegen habe ich gerade diese ewige Vorrede gehalten. Für mich ist es im Endeffekt dieselbe Geschichte, nämlich Vergebung und Versöhnung, das Brudervolk da unten wieder zu treffen. Und man kann das sehr, sehr schön machen. Man kann ja zum Beispiel, kann man den Mob auf jemanden treffen lassen, der einfach ein bisschen behaarter aussieht als er. Ne? Und der, Ja, oder tut eigentlich er soll dich Christa die ab, Geschichte ja? erzählen, ja? Dann erzählst du halt die Geschichte, wie du das getroffen hast oder wie du dir die Welt da unten Ja, aber vorstellst. ich weiß nicht, vielleicht soll es auch der Mopf. Ich. Ja, aber das können wir doch, Das mein Gott, entscheiden du wir bist ja doch auch der dann. Schöpfer der ganzen Geschichte. Ja. Was willst du denn irgendwie wen Ich schreibe fragen ja die oder was? Geschichte selber nicht, weil ich Ja, damit aber dann gibst du es überfordert halt bin. vor. Ja. Also, lasst mir doch mal die Geschichte erzählen. Ihr könnt ja in Ja. den Kommentaren dann eure Meinung dazu Ja, sagen oder ihr genau. könnt sie umschreiben, ihr könnt sie mit beeinflussen. Also es wird ein sehr schönes Werk. Es ist tatsächlich, ist ja das, also besser geht's ja nicht, ne? Also das so an Kinder ranzutragen, ist ja schon fast gemein. Also, aber es ist ja halt wahr, was soll ich denn das, also es ist nicht gemein, aber, ne? Das ist Ja. ja, also das ist ja, das machen die anderen ja auch. Ne? Ja. Die, also Ne, anders. ja, warum soll Dieselbe man. Geschichte. Nein, ich finde das völlig in Ordnung, aber Ja. es ist natürlich, man kann das auch negativ auslegen, ne? Aber sagen wir mal, die Geschichte, was soll denn da drin stehen? Also für mich wäre ja die zentrale Geschichte die Vergebung. Ne? Und wenn man jetzt ja erklären möchte, also eine der zentralen Sachen des Verständnisses, warum das friedlich ist und warum es Brüdervölker waren, die Reptus und so, warum das so sein muss, ist ja für mich gewesen zu erkennen, wenn der Gott, so wie er existiert, für mich in meinem Verständnis, wie er für mich existiert, existiert, dann verstehe ich ja nicht, warum ich einige Sachen nicht essen darf, warum die giftig sind, warum die für mich, ne? Und das Einzige, warum das Sinn ergeben hat für mich, war, dass es eine Spezies gibt, die das essen kann. Ja. Ja? Und wenn das so ist, und es ist halt offensichtlich so, wenn das so ist, dann ist ja. Also warum kriegt man Stress miteinander? Warum? Ich Naja, sag's für beide also Spezies unterschiedliche wenn Sachen. beide Spezies Ja. dieselben Sachen essen könnten, gäbe es Stress. Können Ja, sie aber nicht. das stimmt. Also sie würden sich keinen Gefallen tun. Also gibt es keinen Stress. Das hat Gott sich sehr schön ausgedacht für die Ja. Brüder. Ja? Ja. Oder wenn man das nächsten Weib begehren könnte, also weil es irgendeinen Sinn ergäbe. Könnte das zu Stress führen, aber es ist eigentlich nicht notwendig, weil es ist nicht vorgesehen. Ja. Ne? Und ist dann irgendwie passiert, aber eigentlich kein Problem. Und Ja. so ist es von vornherein für mich total sinnvoll vorgegeben, warum es Sachen gibt, Das stimmt, die da hast du einfach recht. mampfen können, ne? Ja. Und wir halt nicht. Ja, das ist eine, Es das kann kann man kein. auf zwei Und Seiten das machen. meine ich doch, das kann Ja. man doch zum Beispiel. Kann man doch die Geschichte dann erzählen, dass dann essen die halt zusammen, ne, und dann erzählen die genau diese Geschichte. Warum denn? Warum könnt ihr das essen und wir nicht? Ne, weil dann brauchen wir uns ja gar nicht streiten. Wir haben Ja. alles, Gott hat das alles. Und diese Geschichte kann man dann erzählen. Ihr dürft es immer noch kommentieren oder hier auch Ja. gerne live. Das wäre meine Ja, Idee also ich für brauche diese. wie ein, jeweils eine Geschichte. Also, Wie viele also Seiten brauchst du denn? ja, Das ist schon ziemlich viel Text jetzt hier. Das ist ja, ja, ich aber meine, das das soll da schon rein. ist ja auch Ricardo Lepe, ne? Ja, also eine Geschichte, zwei, drei. Also es soll schon ein bisschen was rein. Ja. Vier.
Fünf, sechs, sieben. Sieben. Und hinten der Ausklang hier auf der Seite. Und die, dann würde ich die, also ich würde die Die letzte Geschichte. Ausgang soll sein, diese Geschichte, dass man sich wieder vereint. Ein Ausblick. Ein Ausblick. Sozusagen, die können wir ja nicht schreiben, die waren ja noch nicht. Ja. Man es dann schreiben? Ja, man Damit könnte das schreiben, das wäre, Ehre. das könnte man. Man könnte schon schreiben, Wäre dass das das die. für die Zukunft gut wäre. Großes Fest, wo wir uns wieder vereinen und so weiter. Alle Asterix. Ja? Ja, welche Geschichten, also diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, würde Ist ich nehmen. Dann eine. würde ich nehmen, wie kam es dazu überhaupt? Da kannst du die Bibelgeschichte erzählen eigentlich. Könnte man noch mal raussuchen müssen, weil eh war irgendwo mal die Frage, Ja, wenn das es die ist nicht gefunden wird. Esau und Esau und Jakob, wie Jakob. geht Esau in die Erde? Wann ist das? Wo ist das? Müsste ich echt mal raussuchen. Habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden, aber ich weiß, dass es existiert. Die könnte man reinbringen. Warum war das überhaupt notwendig? Ja. Was macht ihr da in der Erde? Die haben sich zu sehr gestritten. Dann kann man natürlich die Geschichte erzählen, wie sich schon so manche in die Erde verirrt haben und nicht ganz genau wussten, wie sie da wieder rauskommen. Ne, kann man jetzt Admiral Byrd quasi reinnehmen. Was kann man noch für eine Geschichte erzählen, die ja kindgerecht einigermaßen funktioniert? Innere Sonne, nicht wie funktioniert das? Das wäre, weiß ich nicht, kriegt man das hin? Nee. Ist halt anders, diese Pilze, diese fluoreszierenden Pilze, die Licht machen, das Leben mit der Natur, wie es da ist, Aber es muss ist ja man darstellen. nicht im Innern direkt. Ja, nee, Ist aber ein Höhlensystem. ja, und ja. Also, das ist ein Zeug. Also, was noch für Geschichte? Muss ich jetzt das ganze Buch schreiben? Ja, dachte ich dir. Ach so, dachtest du dir das? Wie viele Aber, Geschichten haben weil, wir denn ja, jetzt? ich. Hier, drei haben wir jetzt. Boah, sieben. Ja, ich brauche sieben. Das ist das deswegen, also es ist für mich, ich stehe da gerade vor einer riesigen Hürde. Ja, aber ich gebe es mal einfach weiter. Vielleicht fällt euch schon was ein, was ihr gerne drin haben würdet. Ja, ich überlege schon noch mal weiter auch. Ja? Ja, ich überlege mal weiter. Du hast ja da noch irgendwas mitgebracht. Kannst du mal erzählen, was hast du da noch? Nee. Ich Ja, überlege in der Zeit, kein ich Problem. habe einmal, nur heute ist mir eine Sache auf, oder gestern war es, gestern ist mir eine Sache aufgefallen. Da wird im Internet ein Buch vorgestellt von einer Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, spielt auch keine Rolle, eine Journalistin, die hat ein Buch geschrieben darüber, wo Frauen überall benachteiligt sind, ja. Und dann nimmt sie ein Beispiel, unter anderem, wo sie sagt, dass die Dummies, womit die Autosicherheit immer überprüft wird, wenn die da in diesen Autos sitzen und dann so Unfälle simulieren, dass die immer größer sind, so wie oder ausgerichtet sind auf einen großen, schweren Mann. Ja? Und deswegen wären keine leichteren Dummies, die also Frauen darstellen. Und deswegen hätten Frauen im Verhältnis viel mehr Verletzungen, 47%, sie nennt sogar eine Zahl, 47% mehr Verletzungen bei Unfällen als Männer. Entsprechend schwere Verletzungen, ja? Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal nach, ob das wirklich stimmt. Ich bin auf irgendeine Seite von irgendeinem Bundesamt gegangen, ja, und habe die Statistiken rausgesucht. Das stimmt nicht. Nein, nichts stimmt daran. Die Männer haben die schlimmeren Verletzungen tatsächlich dabei. Also prozentual haben Frauen viel weniger schwere Verletzungen bei solchen Unfällen als Männer. Das ist gelogen. Ja, und dann denke ich, das ist so einfach,
solche Dinge rauszufinden und solche Dinge aufzudecken. Warum nehmen die meisten Menschen, die meisten Menschen nehmen sowas dann hin? Ja, die 47%, die wird kreisen. Aber es ist ja, also erstaunt mich jetzt nicht mehr, ist ja immer und überall so. Ja. Wenn du jemanden fragst, hast du denn jemals diese Anastasia-Bücher gelesen, die du da Nee. kritisierst? Dann sagen die, nee, also, ja, aber ha, kann man sich vielleicht die Mühe wenigstens machen, bevor man versucht, das öffentlich anzuprangern oder so? Dann, Ja. nee, das brauche ich ja nicht. Ne? Also, ja, nee, das ist nichts Ungewöhnliches. Das, Nee, aber aber, also, man. so, also ein, so einfach, und das gilt nicht nur dafür, es gilt aber auch für die ganz vielen Fakes, die auch in der alternativen Szene oft gepostet werden, ja? Ich glaube, oder ich weiß es, das ist ein inneres Wissen, was ich habe, dass da auf einer Seite Menschen sitzen, die uns beschäftigen mit solchen So oder so. Also das ist Dingen, ne? klar. Also was mich, da ist mir in dem Zusammenhang hatten wir es letztens, da habe ich ja auch ein Bild gepostet. Ja. Wenn das so stimmt, ist ja das Schlimme, dann ist es ja die Bestätigung für vieles für mich. Ne? Das würde also die, ich erkläre es kurz, im Endeffekt ist es ein kosmischer Nebel, wie auch immer man das darstellen will. Erstens, man muss das natürlich auch jemand fotografiert haben und so angeblich die NASA und wo du im Endeffekt eine Vagina Ach siehst. so, ja. Also kann man jetzt nicht anders sagen. In reinster Form, wo du sagst, ja stimmt, also diese Singularität, die dahinter liegt, im Endeffekt, die gebiert im Endeffekt etwas Neues. Wie soll das anders aussehen? Ja, aber auch das Ne? Bild halte ich für ein Und Fake. genau, das ist halt die Frage, weil es würde natürlich das bestätigen, woran ich glaube, dass das ein weiblicher Punkt ist, das, ne, und so. Aber es ist mit ziemlicher Sicherheit ein KI-generiertes Bild. Ja. Die Frage ist halt, warum Warum generiert macht sie man das? ein solches Bild? Ja. Mit welchem Hintergrund macht man das? Ich kann es Richtig. natürlich auch, das kann natürlich auch, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es ein solches Bild ist. Es wäre ein unglaublich gutes, scharfes Bild. Kann ich, würde ich, wäre ich jetzt gar nicht so vermessen zu sagen, dass das nicht gibt, dass das nicht geht. Technisch gesehen geht mit Sicherheit, also Fotografie ist jetzt nur Linsen aneinander rein, das ist nicht so schwierig. Da kann man schon ziemlich viel machen inzwischen. Also ziemlich nah ranholen Objekte und ziemlich scharf darstellen und so. Also auch die sehr weit weg sind, ist jetzt nicht das Problem, kann ich mir vorstellen. Aber dasselbe ist Bruno passiert bei einem Bild, wo ich es jetzt irgendwie mal gelesen habe, dass es so ist. Auch das kann ich natürlich wieder in Zweifel stellen, dass jemand geschrieben hat, dass das so ist. Von diesem Devil's Tower hat das schon mal erzählt. Es gibt also quasi eine Nachbildung des Devil's Towers, das im Netz grassiert, um sich wirft, um dass diese versteinerten Bäume zeigen sollen. Also diese Riesenbäume, die Ja. halt eben keine Felsen, sondern Bäume, sondern versteinerten Stufen von Bäumen. Und dieses Bild repräsentiert mir halt alles nicht, repräsentiert mir alles nicht, Bruno fällt das dann anscheinend nicht auf, sondern es bestätigt halt das, was er gerne hätte, woran er glaubt. Und dann nimmt man das halt kritiklos. Ne, so wie das eine Bild bestätigt, dass ich denke, boah, ja, weiblich, siehst du, da habe ich schon erzählt, da erzähle ich doch die ganze Zeit. Ja. Da sieht man es doch. Ja. Ne? Also, und das kann Wir natürlich müssen auch so schön sein, aufpassen. das zu bedienen, Ja. sozusagen. Und da ist der eine nicht gefeiter als der Nein, andere. Und es geht aber nur, ich und gehöre du zu den sagst Menschen, immer, die gucken du sofort fühlst nach. das. Und ja, da Ja. kannst du gar nicht nachgucken bei einigen, Nee, bei die. einigen Sachen kann ich Ne? nicht. Und dann lasse ich es auch sein, sowas weiterzugehen. Das Also wäre. ich bin da wirklich sehr konsequent. Das hatten wir in der letzten Sendung schon mal das Thema, wo ich sage, okay, das wäre einfach wieder ein typischer Fall für die drei Filter der Weisheit. Ne? Ja, Ist es genau. denn wahr? Die sind Ich sehr keine weise. Ahnung, Sag ob sie das noch wahr mal, also ist. die Ne? drei Filter der Weisheit finde ich sehr, sehr gut. Also ja, ist das der Inhalt, den du hast? Ist das wahr? Wenn du sagst, ja, weiß ich nicht, ja, dann Lass belaste es mich lieber nicht sein, damit. Ne? ja. Wenn es denn wahr ist, hast du es denn erlebt oder hast du es gehört von irgendjemandem? Wenn es nur Hörensagen ist, dann komm mal Lass es auf. sein, ja. Ne? Und ist es positiv, also ist es was Förderliches, fördert es das Leben? Wenn nicht, dann
erzähl es nicht weiter. Dann belästige niemanden damit. Also, wenn du weißt, dass etwas nicht wahr ist oder nur gehört hast oder es auch total negativ ist und dich runterzieht, warum belästigst du fremde Menschen damit? Das ist total blöd. So, und wenn man die Filter anwendet, kann das schon sehr viel, also kann man sich da sehr verändern. Dann legt man den Fokus auf andere Dinge. Ja, ist mir denn noch eine Geschichte eingefallen? Ja, noch Eine eine? Ottergeschichte muss, ist für Kinder. Das stimmt. Das könnte rein eine Ottergeschichte. Ein oder zwei Ottergeschichten. Eine reicht. Eine reicht. Es sollte ja Könnte man unterschiedlich ein sein, ja. Spin-off draus machen? Ein was? Ein Spin-off. Was ist ein Spin-off? Ein Spin-off ist ein Ableger einer erfolgreichen Serie zum Beispiel. Okay. Es gibt mehrere Spin-offs von Star Ja, aber Trek, so viele Gänge von. Ottergeschichten gibt es in den Talus-Büchern Ja, nicht. Film, Film war ich nicht. Sag mal. Ja, oder also ich meine, was ist das Interessante? Das Interessante ist ja, die kommen, also warum eine Otter-Geschichte? Otter ist natürlich süß, soweit klar, Kinder, süß. Aber es ist natürlich auch Aber die dass man nicht, Kommunikation mit der Natur ja, und ist dass man nicht anders, Haustiere dass halten man muss, sondern dass Haustiere man anders mit hält. Tieren in Also der Kommun das in kann man der ja, also Natur. einmal Kommunikation hast du mit einer Ottergeschichte, einmal wie hält man denn, wie ist denn die Haustierhaltung da unten? Es sind schon mal zwei Ottergeschichten und eine Geschichte mit dem, was geht Naja, da eine Geschichte, wie die zurücktreten? Menschen leben. Ja, überhaupt, also gibt es was Vergleichbares? Hast du eine Geschichte und die mit dem einen Salat? Nee, was will er zurückdrängen? Welche Pflanze geht ihm auf den Nerv? In dem Stasa? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Das könnte man ja mal nachgucken, wie er dann versucht, seinen Garten zu überreden, dass das da anders wird. Ist doch eine sehr schöne Geschichte, ein anderer Ansatz. Und um mehr geht es ja nicht. Den Rest, wenn die angefixt sind, die Kids, dann dürfen sie ja mehr forschen, dürfen sie ihre Eltern komische Fragen stellen. Da freue ich mich sehr drüber. Wo habt ihr denn den Quatsch her? Ja, die Eltern, die da sagen, überhaupt den Quatsch, ja, kaufen erst gar nicht solche Heftchen. Dann müssen wir irgendjemanden finden, der 3 Millionen von diesen Heftchen kauft und die in irgendwelchen Kitas verteilt. Ist eine sehr gute Investition. Ist eine super Investition. Ja, Kann ich nur empfehlen. ich schreibe mir morgen dann mal die Stichworte auf und schreibe die kleinen Geschichten dazu und dann können die selber das in Mopfform bringen. Hast du dir den jetzt gemerkt? Habt ihr noch andere Vorschläge? Bitte. Ich habe noch nichts Ich gelesen. habe es mir nicht gemerkt, aber ich Vorschläge. kann mir die Sendung ja angucken und dann dabei aufschreiben. Sehr guter Gedanke. Wenn du Glück hast und die Tonspur passt. Ansonsten musst du halt weggucken und nur zuhören. Ich glaube, Podcasten wäre viel einfacher als das alles andere. Da bräuchte ich diesen ganzen Aufwand überhaupt nicht. Und dann ist es völlig egal, ob das asynchron ist oder nicht. Wäre es halt nur Stimme. Was habe ich diese Woche noch gemacht? Ja, es war Ostern. Wir hatten Besuch, Osterbesuch. Aber haben wir irgendwas gemacht, was mit Und wir hatten Ostern zu Kinder tun hier, hat? die waren Ferien. Ja, genau. Wir sind im Kindermodus, also wir sind im Ferienmodus. Das ist natürlich immer, dass ich es geschafft habe, überhaupt also 45 Shorts zu schneiden. Ich hätte auch echt gedacht, dass das schneller geht, muss ich dir gestehen. Ja, ihr könnt diese Playlist irgendwie abonnieren. Die ist auch öffentlich gestellt. Es sind wahrscheinlich erst. Da sind ja noch mehr Videos drin und erst zwei von den neuen quasi, aber das wird ja dann bestimmt irgendwie automatisch angezeigt. Und lasst mich wissen, wie ihr es gerne hättet. Wie sehr darf ich euch nerven? Ich mache das. Ne? Also ich gucke mir das halt gerade automatisiert an. Das ist der Hintergrund da. Ich kann das einstellen. In welchem Abstand soll was wie gepostet werden? Es ist mir, ich schaffe das nicht mehr nebenbei. Und sowas kann man einfach automatisiert laufen lassen. Das ist kein Problem. Also stupide Arbeiten an Rechner abzugeben, da habe ich echt überhaupt keine Probleme damit. Ne? Ich mache ja einen schönen Inhalt oder du und ich schneide das noch. Ich entscheide sogar selber, was, wie und wo.
Aber das Stupide, es funktioniert gerade noch nicht gut. Deswegen gibt es öfter auch mal jetzt Testversionen und es werden irgendwelche Posts auftauchen an Stellen, wo man sich denkt, warum hat er das jetzt gemacht? Verzeiht es mir einfach. Es hat immer irgendeinen Sinn, warum ich was mache. Den muss man nicht unbedingt verstehen, aber ich verfolge natürlich Ziele. Und dann probiere ich manchmal Dinge aus. Und das funktioniert aber noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn ihr sagt, also mehr als zwei von diesen Beiträgen am Tag brauchen wir auf keinen Fall und einer ist schon zu viel, dann brauche ich mir weniger Mühe machen. Wenn du sagst, boah, diese Dinger fresse ich quasi, das sind ja 60 Sekunden vollgepackt mit echten Informationen, die kannst du 30 Mal gucken, wenn du willst. Davon schaffe ich auch drei oder vier am Tag. Lass uns drüber reden. Ja? Ihr müsst es mir im Endeffekt sagen, die Dinger nachher. Ich habe das jetzt ein bisschen besser im Griff, wie man die erstellt. Ja? Ich habe noch sehr, sehr viel vor mir zum Schneiden. Ich habe es jetzt heute mal weggelassen. Ich sage, okay, verzichten wir mal drauf, weil ich den Fehler ja noch nicht finde, meinen Tonfehler. Aber das habe ich mir jetzt alles schon sehr schön automatisiert hingestellt, dass man das nachher wirklich machen kann, besser machen kann. Und die gerade die vom Webinar sind natürlich einfach Brüller. Ne? Das sind ja echt Brüller dabei. Aber kann natürlich auch sein, dass dir da jemand was kommentiert, was komisch ist. Ne? Manche Menschen stößt du da, glaube ich, auch gerne mal vor den Kopf. Ne? So was sagst wie, naja, manche Energiearbeit ist sinnvoll, aber die meiste eigentlich nicht. Und dann Nee, so, so habe ich hast du das gar nicht, nicht gesagt. alles gut, lass mich die mal Ja. ärgern. Ne? Aber Nee, das ist das stimmt schon auch nicht. lustig. Es Nein, gibt es Unterschiede gibt Unterschiede und nicht jede in ist der für jede und Qualität. so. Ne? Ja. Und es stimmt ja alles und ich stimme dem ja vollkommen zu, aber ich weiß, dass das bei manchen Menschen auch nicht unbedingt gut ankommt. Ja. Aber da bist du ja Gott sei Dank gnadenfrei und authentisch und ich soll dir auch einfach sagen, kommt nochmal von Melissa, nur weil du so bist, glaubt man dir das ja auch alles. Ne? Da ist dir auch einfach scheißegal, dass du einfach authentisch bist. Und das merkt man da nochmal sehr deutlich. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr die Neueren kommt. Ihr müsst einfach jetzt jeden Tag ein, zwei gucken und irgendwann kommt ihr an wirkliche Brüller-Dinger. Die Alten sind auch nicht schlecht, will ich überhaupt nicht sagen, aber die Neuen sind schon echt schön gemacht. Habe ich mir echt Mühe gegeben, möglichst viel sinnvolles Zeug in 60 Sekunden reinzupacken, was natürlich auch was miteinander zu tun haben muss. Ne? Ja. So, also genug der Eigenwerbung. Ihr dürft mir sagen, wie Ja. viel ist zu viel. Und ansonsten Montag. sehen wir uns am Montag. Hast du Genau. einen Talusabend? Talusabend. Klassischer Talusabend. Ihr dürft jetzt schon die Fragen stellen. Facebook-Gruppe Talus von Athos nicht zu vernachlässigen. Ihr dürft immer noch zutreten, Ja. wollte ich jetzt sagen. Ihr Ja. dürft immer noch Und ihr dürft mir eintreten. die Daumen drücken, dass ich das morgen hinkriege, diese Kiste zu zertrümmern. Haben wir für morgen vorgenommen. Mit dem Vorschlag, Hammer. Mit, ja, anders weiß ich nicht, wie ich die auseinanderkriege. Sprengen. Ich lasse mir dann von deinem kleinen Julian helfen. Der würde Traktor fahren wahrscheinlich. Der würde das Ding wahrscheinlich mit dem Ja, aber da Traktor. muss er erst die Wand einfahren. Vor Und allem dann könnte man muss. die auch so rausholen. Aber Spaß machen ist auch Ja. wichtig bei der ganzen Geschichte. Ja. Wir werden es euch erzählen nächste Woche Donnerstag, was dabei herausgekommen ist. Und ansonsten ein schönen Wochenausgang, Ja, das ausklang, wünsche ich schönes euch auch. Wochenende. Bis Montag zum Talusabend. Stellt eure Fragen für Montag zum Thema Talus von Athos. Genau. Wir sehen uns am Montag. Ja, also Tschüss! tschüss.